schönen guten Tag. Dies hier ist ein Dankeschön-Video für euch. Innerhalb von kurzer Zeit sind aus 13 Leuten über 1000 Leute geworden und ihr schaut euch den Blödsinn, den ich hier verzapfe, sogar hin und wieder an. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle herzlich mit einem Video bedanken. Ich habe lange überlegt, was ich für ein Video machen sollte, dann habe ich in mein Postfach geschaut, x-mal das Wort Testcheck gelesen und damit dürfte klar sein, was euch jetzt erwartet. Ganz genau, gleich kommt mein allererster Testcheck aus dem Jahr 2006, ist also schon eine ganze Weile her und ich bin gerade ein wenig melancholisch geworden, als ich mir das Ding angeschaut habe. Aber ich weiß auch, dass unter euch viele langjährige GamePro-Leser sind, denen die Testchecks sehr gefallen haben, deshalb, das hier ist für euch. Erinnert euch mal daran, wer ihr wart, als ihr das Ding zum ersten Mal gesehen habt und schwelgt in Erinnerungen an die gute alte PS2, GameCube und Xbox-Ära. Ganz viel Spaß damit und bleibt mir gewogen. Hallo liebe Testchecker! Es hat anderthalb Jahre gedauert, aber letzten Endes ist es dann leider doch passiert. Die unzähligen Terminators, Kingsfields und wie sie alle heißen mögen, haben unseren André klein gekriegt. Jedes Mal, wenn in letzter Zeit das Wort Testcheck in seiner Gegenwart ausgesprochen wurde, bekam Kollege Horn das große Fracksausen und kauerte sich zitternd in eine Ecke. Um sein Nervenkostüm zu schonen und um meins zu demolieren, präsentiere ich euch nun einen bunten Frühlingsblumenstrauß aus Spielen, die es aus den verschiedensten Gründen nicht zu einem eigenen Video gebracht haben. Den Anfang macht Van Helsing, das ihr hier gerade in der Xbox-Version über den Bildschirm flimmern seht. In dem Spiel zum gleichnamigen Film übernehmt ihr die Rolle des knurrigen Geisterjägers, Wissenschaftlers, meinethalben auch Bäckers, ich weiß es nicht genau, Van Helsing und müsst euch mit allerlei miefigen Gestalten rumärgern. Im Gegensatz zu den meisten anderen Lizenzspielen ist dabei sogar mal was richtig Gutes rumgekommen. Na gut, mit Innovationen haben sich die Programmierer nicht gerade bekleckert, sie haben sich wahrscheinlich eher gesagt, hey, besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht, und nach diesem Motto sich so ziemlich alles, was an Castlevania, Devil May Cry und vielleicht auch Shinobi cool war, vorgenommen, es gut durchgemixt, dem Helden Hut verpasst und das Ganze dann Van Helsing genannt. Das Schöne an solchen Spielen ist, zumindest meiner Meinung nach, dass man ungefähr 2 Sekunden Einarbeitungszeit benötigt, wenn man zum Beispiel Devil May Cry schon gespielt hat. Hey! Das war doch ein echter Dante eben, oder? Abgesehen von den offensichtlich geklauten Elementen gibt's nicht viel zu meckern. Das Spiel macht Spaß, es ist sehr dynamisch, es gibt jede Menge Waffen, ein paar kleine Rätsel, die Grafik sieht gut aus und es fliegen kleine rote Bröckchen rum. Idealer Stoff also, um sich die Wartezeit bis zu Devil May Cry 3 ein wenig zu verkürzen. So Leute, und hier haben wir jetzt World Championship Rugby, das für die PS2 und die Xbox erscheint. Ihr seht die Xbox-Version und ich kann euch eins sagen, ihr könnt euch glücklich schätzen, dass Gunnar mir verboten hat, schlüpfrige Witze zu machen oder Worte wie Bang in den Testcheck einzubauen. Aber ey, guckt's euch doch an. Männer in kurzen Hosen springen auf andere Männer. Obwohl ich absolut keine Ahnung von Rugby habe, ich glaube, ich habe das irgendwann in der Schule mal kurz gespielt und da habe ich mit Sicherheit auch versagt, habe ich mir das Pad geschnappt und mal eine Runde gespielt. Ich kann euch sagen, für eine Sportsimulation sehr akkurat, sie tut's schon wieder. Hat tolles, flüssiges Gameplay, man kann den Ball rumschießen, andere Männer durch die Gegend schieben und außerdem gibt es noch 20 internationale Teams, tolle Features wie dreckige Trikots und matschige Plätze, dazu sage ich jetzt nichts. Außerdem gibt es härtere, krassere und gefährliche Charaktere. Weiterhin sagt uns die Pressemitteilung, dass fließende Spielerbewegungen mit über 400 Motion Capturing Animationen eingefangen wurden. Unser redaktionsinterner Rugby-Experte Jens sagte auf jeden Fall, dass es ein wirklich tolles Spiel ist. Mehr dazu lest ihr im Heft, ich kann da einfach nichts mehr zu sagen. Es tut mir sehr leid. Bevor das jetzt ausartet, schnell weiter zum nächsten Spiel. Erheben wir uns doch in die Lüfte. Obwohl, wenn ich mir diese Wischi-Waschi-Texturen hier angucke, hätte ich vielleicht lieber am Boden bleiben sollen. Was hier gerade im wahrsten Sinne des Wortes über euren Fernseher flimmert, ist Deadly Skies 3 von Konami für die PlayStation 2. Wisst ihr, im Normalfall stehe ich auf Flugzeugspiele. Ich mag das Geschwindigkeitsgefühl, ich stehe drauf, Loopings zu drehen, andere Flugzeuge abzuschießen oder eine Handbreit über den Boden durch die Gegend zu kacheln. Dummerweise haben die Programmierer dieses Ace Combat Trittbrettfahrers eins vergessen. Flugzeugspiele sollten Spaß machen.
Was Deadly Skies 3 allerdings nicht wirklich tut. Das fängt schon bei der Steuerung des Fliegers an. Mein Multimillionen-Dollar-Jet steuert sich wie eine Wildgans, die eine Ladung Schrot in den Bauch bekommen hat. Äußerst widerwillig. Beim Missionsdesign wird auch nur Bekanntes geboten. Ihr eskortiert irgendwelche Konvois, greift Bodenziele an oder knallt Feinde aus dem Luftraum. Nee, ich glaube, das war nichts, Konami. So, nach dem ganzen Flugzeugstress brauche ich jetzt mal ein bisschen Entspannung, und zwar mit Bass Master Fishing für die PS2. Insgesamt habt ihr bei dem Spiel die Auswahl zwischen 10 Turnieren und könnt 20 Köder verwenden. Habt ihr den Köder ins Wasser geschmissen, holt ihr ihn am besten mit einem Angelcontroller langsam wieder ein, um die Aufmerksamkeit der Fische zu erregen, so wie hier. Hat einer der dicken Brummer angebissen, reißt ihr eure Angel nach oben, damit der Haken sich irgendwo in dem Vieh verklemmt, und dann geht er los, der alte Kampf Mensch gegen Natur. Was ihr unten links seht, ist die Leinenspannungsanzeige. Ihr müsst also aufpassen, dass euch der Fisch nicht abhaut und gleichzeitig versuchen, das Biest ins Boot zu kriegen. Dazu bewegt ihr euren Joystick analog zu den Bewegungen des Fisches. Soll heißen, wenn der Fisch nach links schwimmt, müsst ihr nach links drücken, schwimmt das Vieh nach rechts, drückt ihr nach rechts und dabei immer schön kurbeln. Damit auch Anfänger leicht ins Spiel finden, hat die Anleitung ein paar passende Tipps zu den einzelnen Ködern parat, wie zum Beispiel hier für den Rubber Jig. Der Kopf dieses Jigs, was zur Hölle ist ein Jig, besteht aus einer Kombination aus Gewicht und Haken, die unter dem Gummi verborgen bleiben. Vorgetäuscht wird dadurch ein Flusskrebs und für einen erfolgreichen Einsatz gilt es, die Bewegungsart der Flusskrebse so natürlich wie möglich nachzuahmen. Na dann, Petri Heil würde ich sagen. Und ab geht's zum nächsten Spiel. Kommen wir nun zu Ninja Gaiden für die Xbox, das entgegen ersten offiziellen Ankündigungen von Microsoft nun doch in Deutschland erscheint, allerdings in einer geschnittenen Version. Ehe euch gleich wieder der Hut hochgeht, warum ein solches Spiel nur im Testcheck vorkommt, lasst mich das mal erklären. Da Microsoft es bis heute nicht geschafft hat, uns eine fertige deutsche Version zukommen zu lassen, haben wir beschlossen, das Spiel erstmal kurz im Testcheck abzufeiern und dann in der nächsten Ausgabe ein ausführliches Video der deutschen Version nachzureichen. Der nette Mann in Schwarz mit dem Schwert ist Ryu Hayabusa und es ist seine Aufgabe, sich in 16 Leveln an einem fiesen Imperium zu rächen, das ihm ein Schwert geklaut hat. Dazu müsst ihr nicht nur unzählige Gegner niedermetzeln, sondern auch Rätsel lösen und haarige Jump'n'Run-Sequenzen meistern. Ninja Gaiden ist unglaublich schwer, bietet eine absolut fantastische Steuerung, dynamische Kämpfe ohne Ende und ist riesengroß. Soweit die positiven Aspekte. Leider haben es die Programmierer nicht mal ansatzweise geschafft, eine vernünftige Kamera auf die Beine zu stellen. Wie dem auch sei, ihr habt euch mal einen kurzen Eindruck machen können, ich turne jetzt gleich nach oben und dann geht's auch gleich schon weiter zum nächsten Spiel. Achtung Leute, jetzt wird's groovy. Was ihr seht, ist Dancing Stage Unleashed für die Xbox. Was ihr hört, ist irgendein Uralt-Song von Blondie, der wohl schon Hit gewesen ist, als meine Eltern noch tanzen gegangen sind. Wie dem auch sei, das Spielprinzip ist ziemlich simpel. Ihr seht ja die Pfeile links oben im Bild und die Pfeile, die da von unten nach oben wandern. Sind die Pfeile, die von unten nach oben wandern, oben angekommen, drückt ihr einfach im richtigen Moment in die entsprechende Richtung eures Joypads. Klingt ziemlich easy, ist es aber irgendwie nicht, oder mein Joypad-Grobmotorikertum schlägt hier mal wieder voll durch. Vielleicht liegt's auch an dem Song, ich meine, hey, das Lied ist älter als ich, was soll ich da sagen? Insgesamt gibt's übrigens über 35 Stücke, von denen mich ehrlich gesagt nicht ein einziges vom Hocker gehauen hat, aber lassen wir das. Der eigentliche Gag an Dancing Stage Unleashed ist auch nicht, das Spiel mit dem Joypad zu spielen, sondern sich auf einer Tanzmatte ordentlich einen abzuzappeln. Das sieht nicht nur unglaublich scharf aus, sondern hilft euch auch noch dabei, Kalorien zu verbrennen. Denkt mal drüber nach. So, jetzt kommt mein zweiter Anlauf. Obwohl ich Funk für eine absolute Seuche halte, werde ich mir mal ein Funkstück vornehmen. Mal gucken, ob es jetzt besser klappt. Während ich mir hier einen abdrücke, oh nein, ich stelle mich auf keine Tanzmatte, das könnt ihr vergessen, erzähle ich euch mal, was man bei Dancing Stage Unleashed sonst noch so tun kann. Also, das mit den 35 Stücken habe ich schon gesagt. Für Anfänger ist ein Trainingsmodus eingebaut worden. Im Editiermodus könnt ihr eigene Schrittfolgen kreieren. Und der eben schon erwähnte Workout-Modus bringt euch in Form. Kompatibel mit einem Tanzmatten-Controller, den ihr allerdings separat dazu kaufen müsst.
Xbox Live-Besitzer können zudem neue Tanzschritte herunterladen, gegeneinander antreten und die Bestenliste anzeigen lassen. Bevor wir jetzt mit wackelnden Hüften zum nächsten Spiel weitergrooven, möchte ich euch noch was vorlesen, was ich unter Tanztipps und Hilfen für Anfänger im Anleitungsbuch entdeckt habe. Zieht euch das mal rein. Achtung! Spielen Sie Dancing Stage Unleashed auch in den Arcades, in Klammern falls möglich und erlaubt, um sich mit beiden Spielversionen vertraut zu machen. Andere Dancing Stage Unleashed Spieler können Ihnen wertvolle Tipps und Ratschläge geben. Ist ja gut und schön, nur leider hat Konami irgendwie vergessen, ein paar Euros für den Spielautomaten mit in die Schachtel zu packen. Ist ja auch egal, weiter geht's zum nächsten Spiel. Hallo, ihr könnt jetzt aufhören, eure Nase am Fernseher platt zu drücken und ihr solltet euch bei mir bedanken, denn ihr habt eben das Beste gesehen, was Cygirls von Konami für die PS2 zu bieten hat. Cygirls ist übrigens in Japan unter dem Namen Cool Girl erschienen und basiert auf einer dort sehr populären Actionfigurenserie. Da die Plastikpuppen in Deutschland wahrscheinlich niemand kennt oder Konami erkannt hat, dass das Spiel nicht wirklich cool ist, hat man es für Europa und Amerika in Cygirls umbenannt. So, die nette Blondine, die hier gerade durchs Bild turnt, ist die Hackerin Ice. Sie hat eine Vorliebe für Schusswaffen und klopft sich gern mal durch geschlossene Türen. Obwohl Cygirls prominente Vorbilder wie Metal Gear Solid, naja gut, war klar, es ist ein Konami-Titel, Tenchu oder das gute alte Siphon Filter zitiert, ist kein wirklich gutes Spiel dabei rausgekommen. Im Gegenteil, das liegt unter anderem an den strunzdummen Feinden, die überhaupt nicht an ihrem Leben hängen und sich auch in höheren Levels quasi im Vorbeigehen wegballern lassen. Dann sind da die total kantigen Animationen. Ich meine, die Heldinnen bewegen sich wie Britney Spears, nachdem man ihr die Kniescheiben amputiert hat. Und zu guter Letzt gibt es in dem Spiel Rätsel, die selbst zu PS1-Zeiten keinen Zocker mehr hinter dem Ofen hervorgelockt hätten. Naja, zum Glück wird Cygirls auf zwei DVDs ausgeliefert. Mal gucken, was sich auf der anderen DVD so tut. Dachte ich's mir doch, auch auf Disc 2 nur gepflegte Langeweile. Am besten ihr stellt euch einen beliebigen Tenchu-Teil vor, zieht den Spielspaß komplett ab und zack, ihr habt Cygirls Disc 2 raus. So, jetzt zeige ich euch nochmal ein Beispiel für die State-of-the-Art-Animationen der Cygirls-Heldinnen und erkläre euch, wie man die Spieldauer künstlich in die Länge zieht. Achtet mal drauf. So, jetzt setze ich meinen Ninja-Greifhaken ein, um da an den Balken zu kommen und zack. So, über geht's. Nein, ich drück den Stick schon ganz nach rechts, okay? Ernsthaft, Leute, selbst meine Oma wäre da schneller langgehangelt. Aber egal, gucken wir mal, was danach passiert. Mittlerweile sind wir drüben angekommen und lösen erstmal ein Brückenproblem mit unserem Ninja-Greifhaken. So und hopp. Irgendwie erinnern mich die Texturen an Tomb Raider auf der guten alten PS1. Ich meine zugegeben, es ist nicht so verpixelt und wirkt insgesamt nicht ganz so matschig, aber gewisse Ähnlichkeiten sind da doch vorhanden, oder? Ich habe ja wirklich nichts gegen Frauen in Videospielen, im Gegenteil, aber ich glaube, das ist genug Girl Power für heute. Scooby, Scooby-Doo, Spielspaß, wo bist du? Ich kann's euch nicht sagen. Tja Leute, wenn euch dieser Song eben nicht fertig gemacht hat, das Spiel, das dahinter steckt, macht es garantiert. Wir sind hier bei Scooby-Doo und der Fluch des Folianten, das für den GameCube, die Xbox und die PlayStation 2 erschienen ist. Ich stehe nicht auf Scooby-Doo. Ich mag die Zeichentrickserie nicht. Die Comics gefallen mir nicht und mit den Realverfilmungen kann ich erst recht nichts anfangen. Trotzdem werde ich versuchen, fair zu bleiben. Die beiden Typen hier, König Rote Schlaghose und sein hydrantenschnüffelnder Freund, sind die Hauptdarsteller des Action-Adventures. Auf Knopfdruck könnt ihr abklatschen und dann den jeweils anderen steuern. Gibt es irgendwo etwas Interessantes zu tun, wird das durch ein Icon unten links angezeigt.
Das passt ja, weil das Spiel sich vom Schwierigkeitsgrad her definitiv an kleine Kinder oder Ameisen richtet. So, nachdem wir die durchaus solide Optik, ich meine, wir haben heute schon Schlimmeres gesehen, oder, mal begutachtet haben, kommt jetzt gleich totale Spannung auf. Ich weiß nicht, ob ihr es eben gesehen habt, hinten links im Bild tummelt sich ein Gespenst. Da weder Luigi mit seinem Geisterstaubsauger in der Nähe ist, noch sonst irgendwelche Offensivwaffen zur Verfügung stehen, müssen wir uns was einfallen lassen. Zum Glück liegen in Omas muffiger Wäschetruhe noch ein paar Bettlaken herum, die ziehen wir uns über und ihr habt's bemerkt, der Geist lässt uns in Ruhe. Mittlerweile sind wir im zweiten Stock angekommen und jagen weiter dem Spielspaß hinterher. So, dann werden wir mal der netten jungen Dame mit den Panzerglasbrillengläsern ein paar Fragen stellen. Klasse! Ein Hinweis! Alle Hinweise können... Okay, durchsuchen wir die Gegend mal weiter. Ui, das kenne ich aus Resident Evil. So, hoffentlich kommt jetzt ein Rätsel. Wow, was für ein Durcheinander! Vielleicht gibt's ja. Was will das Spiel mir damit sagen? Mal schauen. Versuchen wir mal auf die Kisten zu klettern. Ui, ein weiterer Hinweis. Ihr seht's ja selbst, Scooby-Doo ist technisch durchaus solide, die Steuerung funktioniert auch, aber irgendwie will's nicht richtig zünden. Ihr habt ja gesehen, alle Rätsel funktionieren so. Ihr betretet einen Raum, die Kamera fährt ungefähr dorthin, wo ihr hin müsst, und das war's dann. Für alle, die schon die Altersgrenze von 4 Jahren überschritten haben, gilt Folgendes. Solltet ihr das Spiel geschenkt bekommen, lasst es einfach eingepackt, lasst euch den Kassenzettel geben, zischt ab zum nächsten Softwarehändler und tauscht es gegen eins der 5 Milliarden besseren Action-Adventures. Solltet ihr noch nicht 4 Jahre alt sein, habt ihr bestimmt viel Spaß damit. Tja, und das war's dann auch mit dem Testcheck für diesen Monat. Wir sehen uns im nächsten Monat wieder. Guckt euch noch ein bisschen Scooby-Doo an. Ich mache mich jetzt vom Acker. Bis bald. Hey, halt, noch nicht abschalten. Ungefähr 0,3 Sekunden vor unserem DVD-Abgabetermin ist nämlich noch Drakengard für die PS2 eingetroffen. Bisschen spät für ein eigenes Video, das liefern wir dann in der nächsten Ausgabe nach. Hier zeige ich euch mal ein paar Eindrücke aus den ersten Minuten des Spiels. Ihr seid in Gestalt dieses jungen Schwertschwingers unterwegs und tretet gegen... Zylon? Gegen das Zylonen-Imperium an. Dabei spritzt ordentlich Suppe, die Schlagvielfalt ist etwas begrenzt, soweit ich das bis jetzt sehen kann, kann man nur mit einem Knopf prügeln und per Dreiecktaste mit magischen Feuerbällen und ähnlichem Zeug um sich werfen. So, das war's jetzt auch von der Drakengard-Front. Wie mir das Spiel letzten Endes gefallen hat, weil ich hab's jetzt gerade mal, glaube ich, 5 Minuten gespielt, erfahrt ihr im Heft. Ein ausführliches Video kommt, wie gesagt, in der nächsten Ausgabe. Macht's gut, Leute!